Urheberrecht Picture Alliance. Wir hätten das Spiel schon noch höher gewinnen können. Leon Goretzka jubelt beim VfB. Nach seiner perfekten Startelf-Premiere im Bayern-Trikot spricht Leon Goretzka im Kicker-Interview über seine Leistung samt Makel in Stuttgart, Michael Reschkes Prognose und das Thema Wildwest-Fußball. Leon Goretzka, 23, weiß sich auszudrücken, versteht es, den Fußball zu erklären. Er spricht schnell, aber überlegt und gewitzt. Als er mit einem Ausspruch des Mitspielers Mats Hummels zur Nationalmannschaft zum Thema Wiedergutmachung konfrontiert wird, sagt er ohne zu grinsen und tiefernst: Mats Hummels würde ich sowieso nie widersprechen, es war ein beeindruckendes Debüt in der Münchner Startelf, die der vom FC Schalke 04 gekommene, ablösefreie Neuzugang beim 3:0 in Stuttgart im Halbbereich des linken Mittelfeldes und von dieser Grundposition aus überall auf dem Feld hinlegte. Beim 1:0 zirkelte er den Ball in die rechte und Ecke. Beim 2:0 servierte er für Lewandowski und hatte noch einige torgefährliche Szenen mit dem Kopf und Fuß. Schön für ihn, dass er gleich im ersten Spiel ein Tor geschossen hat, sagte Arjen Robben zu diesem Auftritt. Leon ist laufstark, geht auch viel in die Tiefe, er ist ein sehr guter Spieler, positive Prognose, er wird uns weiterhelfen. Herr Goretzka, war Ihr Auftritt in Stuttgart eine perfekte Startelf-Premiere für Sie? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass es heute mit einer guten Leistung geklappt hat. Speziell das dritte Tor kann man noch herausheben, ich durfte dazu ja den ersten Pass spielen und konnte mir das Ganze dann von hinten angucken, und das hat schon Spaß gemacht. Wie haben Sie sich auf diese Premiere eingestellt? Ich habe mich normal vorbereitet, wie alle anderen. Ich bin es nicht so gewohnt, von der Bank zu kommen. Deshalb habe ich mich gefreut, dass ich gegen Stuttgart von Beginn an spielen durfte, ich habe auch 5 Jahre gegen Bayern gespielt. Natürlich versuchst du da, die Jungs in Zweikämpfe zu verwickeln, wie war ihr taktischer Auftrag? Wir haben vorab analysiert, wo wir unsere Räume finden, weil wir wussten, dass die Stuttgarter versuchen werden, sich hinten reinzustellen. Auf den beiden Achterpositionen haben wir versucht, die Zwischenräume zwischen Abwehr und Mittelfeld zu bespielen. Das war meine Aufgabe. Anfangs war es schwierig, weil es sehr eng war. Im Endeffekt hat es gut geklappt, Stuttgarts Manager Michael Reschke sagte, der FC Bayern werde in dieser, der nächsten und übernächsten Saison Meister. Freuen Sie sich darauf als Neubayer, ich würde da ein bisschen demütiger bleiben. Es war erst der zweite Spieltag, wir haben ein gutes Spiel gemacht und werden trotzdem auch in diesem Spiel wieder viele Dinge finden, die wir besser machen müssen. Die werden wir analysieren und dann versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Vor der Pause gab es einige Szenen, in denen Stuttgarter Spieler so attackierten, dass sich die Bayern-Bank beschwerte. Wird es ein neuer Stil in der Bundesliga? Das war ja schon nach dem Auftakt gegen Hoffenheim Thema. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sprach von Wildwest-Fußball, den Münchnern mit mehr Härte zu begegnen. Das habe ich nicht so stark wahrgenommen. Daraus würde ich kein Thema machen wollen. Es ist schon legitim, dass die Gegner versuchen, die Räume eng zu machen und uns in Zweikämpfe zu verwickeln. Ich habe auch 5 Jahre gegen Bayern gespielt. Natürlich versuchst du da, die Jungs in Zweikämpfe zu verwickeln, da die Bälle zu gewinnen und möglichst schnell umzuschalten. Aber wir haben heute die Konter schon immer im Ansatz unterbunden. Die letzte Reihe hat eine sehr gute Restverteidigung gemacht, gut hochgeschoben, sodass wir die Konter gar nicht zugelassen haben. Das war der Schlüssel zur Dominanz und dem vielen Ballbesitz. Die Spieler hier haben eine unheimliche Mentalität, sie hatten bis zur Pause 5 Torabschlüsse. Wie ist da die Abstimmung mit den anderen torgefährlichen Mitspielern wie Lewandowski, Müller, Ribéry und Robben? Jeder hat seine Aufgabe und seine Räume, in denen er sich aufhalten muss. In den ersten 20 Minuten war es schon sehr eng, da war die Luft bei den Stuttgartern noch da, um alle Räume zuzulaufen. Da
müssen wir geduldig bleiben, die Spieler Verlagerung suchen und den Gegner müde machen. Inwieweit wurde der FC Bayern vom VfB überhaupt gefordert? In der Anfangsphase haben die Stuttgarter gut gegengehalten. In der Halbzeit haben wir besprochen, dass wir weiter die Spielverlagerung suchen und den Gegner bewegen müssen, um Löcher zu reißen. Das ist uns letztlich gut gelungen, hat es der FC Bayern mit 3:0 noch gnädig mit Stuttgart gemacht. Ich hatte schon noch die eine oder andere Torchance, die ich hätte nutzen können. Es sind Kritikpunkte, die man sich nach dem Spiel noch einmal raussuchen kann, um da den nächsten Schritt zu gehen. Es kann Spiele geben, in denen du nicht so viele Chancen hast. Wir hätten das Spiel schon noch höher gewinnen können, hatten sie als Neuzugang das Gefühl, dass dem FC Bayern in diesem Spiel nichts passieren konnte. Die Spieler hier haben eine unheimliche Mentalität. Es sind ja einige dabei, die schon das eine oder andere Spiel gewonnen haben, trotzdem gehen sie mit einem unfassbaren Hunger und Gier nach den 3 Punkten ins Spiel. Punkt. Die Mentalität, die bei Bayern seit Jahren vorhanden ist, müssen wir versuchen, aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, weil sie zum Erfolg führt. Mehr auf MSN.